Ich habe mir einfach irgendwas übergezogen. Ich werde später rausgehen. Ich werde mich heute mit euch ready machen. Mein Make-up, Haare, Outfit. Ich werde dabei trinken. Ich werde dabei essen. Ich habe hier alles parat. Ich habe hier etwas Alkohol. I had food, ja. Das ist die beste Pizza auf dieser ganzen Welt, ja. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck von meinem Ayran, weil ich habe richtig Lust. Ach so, habe ich schon erwähnt. Ich werde euch Make-up zeigen, Haare und Outfit. Also, ich habe zwar ein Outfit da, aber I don't know, ob ich da reinpasse, weil ich es noch nicht anprobiert habe. Ich habe momentan so richtig Hummeln im Arsch und will die ganze Zeit Party machen, Party machen. Vielleicht seid ihr gerade auch in dieser Phase, ich weiß nicht, ein bisschen in meinem Kopf, ein bisschen so. Und heute zeige ich euch mal meine Routine. Ihr kennt alle die Routine, das ist eigentlich mein Make-up standardmäßig, wie ich es immer mache. Aber ich dachte mir, vielleicht mit ein bisschen Alkohol und Essen wird es ein bisschen unterhaltsamer. Ihr habt das Intro gesehen, heute gibt es eine Art Get Ready With Me. In Party Edition. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Die Produkte findet ihr in der Infobox. Ich benutze immer zuerst so eine Creme. Es ist halt immer unterschiedlich. Ich benutze so eine Aloe Vera Creme. Eine, die eben Feuchtigkeit gibt. Weil wenn ich mir jetzt einfach so Make-up auf mein Gesicht klatschen würde, das würde so kurz trocken sein. Deswegen brauche ich auf jeden Fall eine gute Creme. Ich habe auch ein bisschen Lippenpflege auf meinen Lippen. Ich habe hier noch so ein bisschen von dieser Maybelline, also von diesem Maybelline Primer. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Ja, ich glaube schon. Da ist noch richtig viel drin. Ich musste den aufschneiden, da wir ja wollen, dass unser Make-up wirklich lange hält und keine Poren und blabliblub zu sehen ist, gebe ich mir das hier so an meine Poren. Was tun wir? Soll ich erstmal ein Stück Pizza essen? Ich muss mir die noch so schneiden, weil die wurde nicht geschnitten. Ich werde übrigens heute diese beiden Foundations miteinander mischen, weil die ist mir ein bisschen zu trocken alleine und etwas zu dunkel. Also die passt nur, wenn ich gerade frisch aus dem Solarium raus bin. Und die passt perfekt und ist auch so ein bisschen dewy und so. Ich nehme mir erstmal was von der von Catrice. Wie schön, dass hier was rauskommt. Jetzt so. Ich hasse diesen Applikator, ne? Also dieses... Ihr wisst schon. Und jetzt nehme ich mir was von der Perfect Match und die gebe ich mir hier einfach so dazu. Ich verteile das alles mit diesem Pinsel. Verteile ich mir jetzt einfach erstmal grob im Gesicht. Ich habe hier so einen dicken, fetten Pickel bekommen. Kennt ihr das, wenn einer nicht richtig kalt ist? Das habe ich hier gerade bei dem. Und das nervt mich, weil das nicht so schön kalt. Das hier ist eine Baustelle und wir sehen gleich auf jeden Fall gut aus. Ich hätte jetzt zwei Optionen. Einmal den Tarte Shape Tape. Das ist mein All-Time-Favorite, allerliebster Lieblings-Concealer mit dem Huda Beauty Loose Powder. Wow, Bombe, Bombe. Wirklich, das hält die ganze Nacht, das garantiere ich euch. Ich werde das aber nicht benutzen, weil dieser Concealer ist fast leer und mein Huda Beauty Loose Powder ist auch fast leer und ich möchte die jetzt nicht aufbrauchen. Aber ich habe eine Alternative und zwar den L'Oreal Infallible More Than Concealer. Concealer, das ist auch ein Top-Produkt, also der kommt so direkt nach dem Tarte Shape Tape bei mir. Die sind sich auch relativ ähnlich von der Größe und so weiter. Und den gebe ich mir jetzt hier mal unten runter. So, das aller Wichtigste kommt jetzt, ne? Und das ist die Kontur. Und zwar gebe ich mir hier was auf. Und ich übertreibe halt auch immer gerne mit meinem Make-up, weil ich meine, wir sind in einem Club. Und wenn man da nicht übertreibt, dann fällt man nicht auf, Leute. Und sonst ist das Make-up nach ein paar Stunden auch schon wieder weg. Deswegen macht eure Kontur gerne etwas heavy. Ich blende jetzt erstmal so ganz grob den Concealer ein. Einfach nur so ein bisschen eintupfen, weil da kommt gleich noch ein anderer Concealer drüber. Deswegen tue ich das noch nicht so richtig einblenden. Einfach damit er noch nicht so ganz fest sitzt, eben fest wird und so. Und halt hier noch. So lasse ich das jetzt erstmal, denn ich werde mir jetzt erstmal hier was Alkohol reinschütten. Was nehme ich denn? Der sieht irgendwie mehr ladylike aus als der. Obwohl, der ist auch geil, aber ich nehme den hier. So, wie geht das jetzt auf? Lecker.
Ich tue mir was rein, ne? Also, Prost, ich trinke jetzt erstmal. Oh, wow, schmeckt das lecker! Boah, der schmeckt gut. Lass die Kontur nicht zu lange sitzen, weil sonst trocknet es ein. Also, mein Motto beim Clubbing-Make-up: mehr ist mehr. Haut euch so viel Highlighter ins Gesicht, haut euch so viel Glitzer ins Gesicht, haut euch so eine krasse Kontur ins Gesicht. Selbst wenn ihr verkackt, im Dunkeln sieht man es eh nicht. Ich denke mir, das halt immer im Dunkeln sieht man es eh nicht. Man sieht es halt im Tageslicht, aber ey Leute, kein Mann auf dieser Welt achtet auf euer Make-up. Glaubt es niemals. Die achten auf ganz andere Sachen, aber nicht auf euer Make-up. Jetzt kommt Concealer Number 2. Und wie gesagt, mehr ist mehr. Deswegen nochmal überall schön entlang. So, und ich blende das jetzt direkt aus und dann fixiere ich das direkt mit diesem Puder von Essence. Das ist gerade mein aktueller Favorit. Was Puder angeht, billig und krass, anders krass. Und das hält auch. Ich fixiere damit, aber Baken tun wir später. Ich muss das erstmal fixieren. Und ich mache das jetzt ganz einfach mal im Schnelldurchlauf. Ready. Ach so, ich fixiere überall unter den Augen, aber ich gehe nicht hoch. Also ich fixiere weder an meinen Augenbrauen, an meiner Stirn, an meinen Augenlidern. Alles hier drunter ja, aber alles hier drüber nicht. Denn ich arbeite gerne bei meinem Lidschatten mit einer stickigen Base. Ich arbeite gerne noch mit Concealer unter den Augenbrauen und über den Augenbrauen. Und ich muss ja noch meine Augenbrauen machen. Deswegen mache ich immer erst meine Augenbrauen, bessere die dann aus und erst dann fixiere ich alles hier oben rum. Wisst ihr, was ich meine? I need a pizza, pizza. Bring me a pizza in my mouth. So.
Ich nehme noch mal kurz so ein Augenbrauengel. Ihr könnt auch so einen Styling-Kleber nehmen. Das ist jetzt, also der ist von Gatubi, ist richtig krass, aber das gab es halt nur noch an dem Tag und ich habe mir gedacht, probiere ich das mal aus. Und das kostet, ich glaube, 1-2 Euro und das ist auf jeden Fall krass. Das hält bombenfest. Die ganze Nacht, den ganzen Tag, alles. Ich gebe mir dann immer so ein bisschen was auf meinen Handrücken einfach, so ganz wenig. Ich weiß nicht, ihr könnt so ein Augenbrauenbürstchen nehmen, dann hier so reingehen und dann gehe ich einfach damit so drüber. Ich tue dann bronzen. Ich nehme meinen Terra del Sol Bronzer in der Nummer. I don't know. Ich glaube 1. Ist 1? Weiß ich nicht. Der hat so ein bisschen Schimmer mit drin, aber das sieht man nicht so. Das fällt auch überhaupt nicht auf. Und dann nehme ich einfach mal irgendeinen fluffigen Pinsel. Irgendeinen, den ich gerade da habe. Eigentlich und gehe dann hier drüber. Ich übertreibe auch gerne. Es tut hier noch so weh von Silvester, ne? Falls ihr meine Story gesehen habt. Oh, dieser Pickel regt mich so auf. Dann gehe ich noch mal kurz in den Bronzer rein. Pack mir hier noch so ein bisschen was drauf. Boah, das ist wirklich viel. Wirklich viel, aber wie gesagt, mehr ist mehr. Dann natürlich Blush darf nicht fehlen. Ja, Blush. Ich benutze hier so eine Blush-Palette. Irgendwie diesen, den hier. Das ist am rötlichsten. Und ich habe ja ein rotes Kleid, deswegen benutze ich das. Hat so ein bisschen Schimmer. So, meine benutzten Beauty Blender kommen jetzt hier rein, weil das ist sozusagen mein Wäschekorb und die müssen gewaschen werden. Ich packe mir jetzt ein bisschen vom Glow Mist drauf. Das ist einfach dafür, dass es nicht so cakey alles aussieht. Also sieht nicht cakey aus, aber das nimmt nochmal so dieses Pudrige weg. Das funktioniert so ein bisschen wie manche sagen, das MAC Fix Plus. Aber das macht wirklich was und das von MAC macht halt eben gar nichts. Das sprühe ich mir jetzt auf. Und meistens direkt hinterher das Urban Decay All Nighter Spray, damit das Make-up auch wirklich da sitzt, wo es sitzen soll. Puh. Ja, mein liebster Glow, natürlich von Ofra. Ihr merkt, das sind so meine Holy Grail Produkte. Für mein Dekolleté benutze ich den von MAC. Das ist der Whisper of Guilt. So wunderschön. Hätte ich zu Weihnachten bekommen, so schaut er aus. Wunderschön. Ja. Der ist mir an meinen Wangen etwas zu dunkel. Also wenn ich nicht, wie gesagt, kein Selbstbräuner oder nicht auf der Sonnenbank war, dann ist er mir etwas zu dunkel. Aber für hier auf die Haut ist es eigentlich optimal. Also passt eigentlich perfekt. So hier noch ein bisschen. Blablabla. Nase kann man auch. So. Aber für meine Wangen benutze ich jetzt den. Und da gehe ich einfach so rein. Und ihr kennt das, wie ich das. Ihr wisst, wie ich das mache. Also wie immer. Einfach so. Whoop, zack, whoop, zack. Zeit für mehr. Tue ich die so ein bisschen, weil ich mir Fake Lashes anklebe und man den Übergang dann nicht so sieht. Ne? Ich meine, im Club sieht man eh nichts, aber es sollte halt schon gut aussehen. So Leute, ich werde mir jetzt Lashes dran kleben. Dafür mache ich kurz die Kamera aus. Werde in der Zeit auch ein bisschen was weiter trinken und auch ein bisschen Musik hören. Und in der Zeit auch mal meinen Kameraakku etwas aufladen. Ich werde mir diese hier ankleben. Die sind von Amazon. Ich glaube, die kosten so 2 Euro oder so. Wenn ich die finde, sind sie unten verlinkt. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit frischen Wimpern. Ich habe gerade noch so einen Kuchen gegessen. Mir ist so schlecht. Jedenfalls, meine Wimpern sitzen. Ich werde jetzt meine Haare machen. Ja, ich werde mir Extensions reinmachen. Tada! Ich habe den Kassenbon. Ja, das sind meine Extensions. Die sind gelockt und die sind von Amazon. Und ich verlinke sie euch unten. Ja, alles, was ihr braucht, ist ein Haargummi. Extensions und natürlich so ein Kamm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe halt so ein bisschen Haare und Leute, ich werde das auch im Schnelldurchlauf machen. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein separates Video zu den Extensions, weil das halt schon etwas viel Arbeit. Merkt euch einfach da, wo ihr die Extensions reinmacht, dass ihr die Haare vorher so ein bisschen topiert, sodass die dann auch
feste da halten. Es eignet sich eher so ein Toupierkamm und nicht so ein, wie ich jetzt gerade hier habe, aber ich habe leider keinen anderen. So Leute, ich habe jetzt meine Extensions drin. So schauen die aus. Irgendwie
heute habe ich die nicht ganz so gut reinbekommen. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie, ich glaube, meine richtigen Haare sitzen nicht so gut. Also man sieht so leicht den Übergang, aber das ist mir jetzt egal. Ich werde jetzt meine Lippen machen und zwar, ich habe ja ein rotes Kleid. Ich ziehe erst mein Kleid an und dann mache ich meine Lippen. Eine Sekunde. So Leute, ich bin so gut es geht fertig. Ich muss nur noch meine Lippen machen. Ich weiß, meine Haare sind nicht perfekt ineinander eingeblendet. I'm sorry. Ich werde jetzt erstmal meine Lippen machen. Und ich umrande die jetzt erstmal. So. Und dann nehme ich mir so einen Lippenstift. Der passt ganz gut, denke ich. Und den gebe ich mir jetzt auf. Ich habe Ewigkeiten keinen roten Lippenstift mehr getragen. Ewigkeiten. Passt das überhaupt? Halt mal. Intense auf jeden Fall. Ich trinke erstmal einen Schluck. Ich werde jetzt auf jeden Fall Party machen gehen. So Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe natürlich wirklich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dem so ist. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Das ist übrigens mein Outfit. Ich habe krass zugenommen, ja. So von hinten. Und das war's von mir jetzt wirklich. Und bis dann. Tschüss.